Herr Werner, auch Sie haben diesen Fall mitbekommen in der U-Bahn-Station Siebenhirten der Linie U6. Soll sich, wie treffend, ein Oralverkehr zugetragen haben. Mal ganz zuallererst die Frage, wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand, der sowas macht, dann letzten Endes auch ausgeforscht wird und dann angeklagt wird? Naja, das wird davon abhängen, welche Beweismittel gegeben sind. Nach meinem Informationsstand soll es ja auch ein Video des Vorfalls geben. Und wenn es der Polizei anhand dieses Videos oder anhand der mittlerweile kursierenden Fotos gelingen sollte, diese Personen auszuforschen, dann kann das natürlich dazu führen oder dann werden sie zwingendermaßen angezeigt und die Staatsanwaltschaft wird dann entscheiden müssen, wie weiter vorgegangen wird. Worauf lautet denn da eine Anzeige überhaupt? Naja, wenn es also nur um die Durchführung dieses Oralverkehrs geht, dann sprechen wir über die öffentliche geschlechtliche Handlung, ja, die im Paragraphen 218 Strafgesetzbuch mit einer Strafdrohung bis zu 6 Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen unter Strafe gestellt ist. Wenn Sie es ansprechen, bis zu 6 Monate, das kursierten auch Gerüchte bis zu 1 Jahr. Jetzt haben wir es geklärt. Wie streng urteilen Gerichte in solchen Fällen überhaupt? Naja, um vielleicht jetzt noch einmal auf die Strafdrohung von 1 Jahr zu sprechen zu kommen, es gibt also eine weitere Bestimmung im Paragraphen 208 des Strafgesetzbuches, wo also die öffentliche Gefährdung von unter 16-Jährigen ausdrücklich unter Strafe gestellt wird. Das heißt, wenn jetzt die Situation eingetreten wäre, dass dort eine Schulklasse vor Ort gewesen wäre, dann wäre zusätzlich auch dieser Tatbestand mit der höheren Strafdrohung erfüllt. Das bedeutet im Umkehrschluss, es wäre ratsam, sollte man sowas überhaupt machen, es zumindest späten Nächtens zu tun, da dann die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich geringer ist, dass unter 16-Jährige zugegen sind. Die Chance ist wahrscheinlich größer, ja. Nochmal kurz darauf zurückzukommen, wie streng urteilen denn Ihrer Erfahrung nach Gerichte in so einem Fall überhaupt? Sollte es denn überhaupt bis zu Gericht kommen? Also hier muss man mal sagen, dass wir uns natürlich nicht im Bereich der Schwerkriminalität bewegen, sondern egal jetzt, ob wir 6 Monate als Strafdrohung haben oder 1 Jahr, wir haben in beiden Fällen die Zuständigkeit des örtlich zuständigen Bezirksgerichtes im Hinblick auf diese geringe Strafdrohung. Ja. Was letztlich im Verfahren herauskommt, hängt natürlich vom Alter der Beschuldigten ab. Es wird vom Vorleben der Beschuldigten abhängen, ja? Weil von der Strafdrohung her würde es sich natürlich anbieten, hier es gar nicht zu einer Verurteilung kommen zu lassen, sondern das wäre der klassische Fall, wo die Staatsanwaltschaft vermutlich versuchen würde, diversionell vorzugehen. Das heißt, also, es würde vielleicht Neustart eingeschalten werden, man würde versuchen, hier eine Verurteilung zu vermeiden, indem beispielsweise eine Probezeit festgesetzt wird, indem beispielsweise eine Geldbuße verhängt wird, was den Vorteil hätte, dass es bei der Unbescholtenheit bleibt. Aber so lustig das Ganze jetzt auf der einen Seite zwar klingt, es ist schon durchaus ein ernstes Thema. Natürlich, es ist ein Delikt, ein Offizialdelikt, ja, und es kann in letzter Konsequenz natürlich vor dem Gericht auch zu einer Verurteilung führen. Ja, das soll jetzt gar nicht schön geredet werden, ja, aber selbst bei einer Strafdrohung von bis zu 1 Jahr wäre hier erfahrungsgemäß mit einer, wenn eine Freiheitsstrafe verhängt werden sollte, im unteren Bereich zu rechnen. Und die wäre naturgemäß bedingt nachzusehen. Also das ist sicherlich keine Sache, wo mit einer Haft gerechnet werden müsste. Es sei denn, das Ganze wiederholt sich immer wieder und es ist jemand unbelehrbar, aber das beschränkt sich ja nicht auf diese Delikte.